Matinee, Workshop, morgen Entdeckungsreise durch die Ausstellung Living Metals. Die Musikerinnen sind Priska Walz und Susanne Petersen. Susanne Petersen ist die Sängerin, Priska Walz ist die Posaunistin. Die These, dass Metalle leben sollen, die steht ja mit dem Titel der Ausstellung so quasi im Raum. Die stammt auch vom Künstler selbst, also die Idee, das in den Kontext zu stellen mit dem Thema Leben und Lebendigkeit, das gehört irgendwie zu dieser Idee der Ausstellung dazu. Und für uns fällt das die Frage, wie kann man das verstehen, wie kann man das verbinden, wenn ja offensichtlich Metalle als Metalle nicht lebendig sind. Also im biologischen Sinn sind sie nicht lebendig. Eigentlich ursprünglich ist ein Symposium bei Platon ein Gastmahl, wo ein lebendiges Gespräch stattfindet, wo Menschen zusammenkommen, um sich auszutauschen, um irgendein Thema zu finden, das alle interessiert und wo das Gespräch eine Richtung nimmt, die nicht vorprogrammiert ist. Und wir haben gefunden, wir machen das. Aber wir haben auch zwei Experten eingeladen und machen auch eine Art Expertenrunde im zweiten Teil. Und das ist Frau Martina Venanzoni, die hier sitzt, und Umberto Ocaña Caballero, hier, beides Kunsthistoriker. Martina Venanzoni ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schaulager in Basel und gehört zum Graduiertenkolleg von Alcones, also diese bildwissenschaftliche Forschungsinstitution, die es seit ungefähr 10 Jahren gibt und von daher ein interessantes, für diese Ausstellung besonders interessantes Ideenreservoir enthält. Was ist eigentlich das Bildhafte an diesen Living Metals? Umberto Ocaña Caballero kommt aus Kuba ursprünglich, ist aber schon ein paar Jahre in der Schweiz, ist dort Museologe gewesen, Kunsthistoriker in Santiago de Cuba, lebt heute in Biel und ist hier auch besonders in der Eigenschaft, dass er einen Beitrag in dem Katalog geschrieben hat, der zu dieser Ausstellung erschienen ist und den man vorne auch erwerben kann. Auch eben leben die Metalle auch ohne uns? Und das fand ich eine sehr gute Frage, weil ich glaube, es braucht uns, um diesen Dialog entstehen zu lassen. Und sie leben tatsächlich eigentlich erst in dem, was wir in ihnen lesen. Ich muss bestimmte Metalle, so meinetwegen wie Bronze oder wie auch immer, muss ich aktiv werden, damit ich die Bronze überhaupt erst einmal erzeuge. Es gibt aber auch andere Metalle, die schon als Metalle entstehen.
zum Beispiel Gold. Die Frage nach dem Leben ist für mich auch immer so ein bisschen eine Frage nach Reagieren und Agieren. Und die Metalle, einerseits denke ich, agieren sie im Sinn von, dass jedes dieser Metalle hat eine ganz spezifische molekulare Struktur, ohne dass ich mich da jetzt genau auskenne, aber Eisen schmilzt zu einem anderen Zeitpunkt als Mangan, als Kupfer und so weiter. Für mich, jede Moleküle in unserem Universum hat in gewisser Sinne eine Verbindung mit anderen Strukturen und anderen Molekülen auch. Es gibt, man kann so sagen, eine automatische Bewegung, die würde ich nicht erkennen können, aber es existiert noch. Und sie haben eine gewisse Verhalten gegenüber anderen Moleküle, andere Atome, andere gewisse, wie ich sie gesagt habe, Programmierung. Ja. Für mich, die Lebendigkeit, es gibt in Wirklichkeit in dieser Reaktion, wie sie die Moleküle mit den Atomen machen.